Bei der heutigen Besichtigung erwartete uns ein Haus im Bollhof für 20.000 Euro. Entscheidung. Planung. Auswanderung. Eine Bekannte von uns ist auf der Suche nach einem Haus, welches sofort bewohnbar ist und maximal 20.000 Euro kosten darf. Eva machte die Besichtigung am Feiertag möglich. Herzlichen Dank dafür. Wohnen die Nachbarn nicht hier, die nutzen dieses Licht für Lagerung. Also sie wohnen nicht da. Die andere Seite, dort wohnt eine Familie. Ich habe mit ihnen schon oft gesprochen und sie sind sehr freundlich. Sie haben ihre Pferde hinten. Und sollte jemand dieses Haus kaufen, dann natürlich geben sie das Licht zurück. Matschka, oder wie man? Matschka? Ah, Matschka. okay, ein bisschen kennen wir jetzt schon. Also das Nachtstrom ist günstig, das ist für die Warmwasserherstellung. Stromzähler ist ganz normal, nicht wie bei euch. Aber hat sich jetzt auch geklärt. Ja, das ist auch gut. Kostenlos. Ja, auch nur eine Sicherung vorhanden. Ja, das ist wie überall leider. Ja, zwei Zimmer, Küche, Bad, also ein schönes kleines Häuschen, für uns extrem zu klein, aber jetzt für ein junges Pärchen oder für einen einzelnen Auswanderer ist das Ding eigentlich wirklich ideal, zu einem relativ schmalen Kurs, finde ich. Und da die Fenster schon ausgetauscht sind und teilrenoviert wurde, kann man da sofort einziehen. Hier im Wohnzimmer gefällt mir eigentlich der Ofen, da mit dieser verzierten Wand, eigentlich ganz cool. Und der Gang ist eigentlich auch okay. Rechts nur so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein kleiner, so ein angedeuteter Wintergarten. Die separate Toilette ist okay. Und man hat halt, ähnlich wie jetzt bei uns, relativ wenig Stauraum. Aber, na, schön gemacht eigentlich. Und vor allem die neuen Fenster, das hat ja alles auch einen relativen Gegenwert. Und ja, also ich finde die 20.000 eigentlich heutzutage absolut ein Schnäppchen.
weil man findet ja keine bewohnbaren Häuser mehr so unterhalb von 20.000. Gerade hat der Klaus mir einen Link zugeschickt zu einem Haus, auch in Babocha, für 6 Millionen Forint. Es ist eine bessere Hundehütte. Also wirklich, da ist das Ding richtig schick. Die Tatsache, dass man quasi gleich durch die Haustür geht und eigentlich in der Küche steht, ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ja, man hat seinen eigenen Garten dabei, kann ja beim Kochen rausgucken. Also grundsätzlich hat das Haus was, wobei mir persönlich das Grundstück einfach zu schmal wäre und das Haus selber, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zu dunkel. Ich meine, hier sieht man ja dann quasi die Rückwand des Nachbarhauses bereits schon. Und ja, alles ein bisschen sage, sehr schmal. Gut, wir sind jetzt verwöhnt, weil wir haben ein Doppelgrundstück ergattern können. Das ist okay. Oben haben wir noch die Möglichkeit mit einer Leiter oder halt ähnlich wie bei uns mit so einer Treppe quasi ins Dachgeschoss zu gehen. Da hat man dann Staumöglichkeiten. Das ist schon voll okay. Ja, Fenster sind neu. Das Haus macht eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Hinten hat man geradeaus noch eine Art Scheune. Das lässt sich auch ganz gut nutzen, um Sachen unterzustellen. Und ja, es muss einem halt gefallen. Der Katze quält's hier schon. Es ist halt so, ich sag auch, das war bei unseren Besichtigungen auch so. Man muss einfach hingehen und das Bauchgefühl muss eigentlich entscheiden. Quält es einem nicht? So, das lässt sich durch so ein Video relativ schlecht oder durch Bilder schon gar nicht zeigen. Hat man dann diese Scheune. Ja, das ist eigentlich eine gute Unterstellmöglichkeit, beziehungsweise man hat auch eine Möglichkeit, oder man hat die Möglichkeit, das Ding hier auszubauen. Ist ja ziemlich robust gestaltet und man könnte da für zusätzlichen Wohnraum sorgen. Was halt doof ist, halt rechts da, das ist schon, da schon ein Nachbar. Und da seht ihr jetzt gleich noch ein Schweinchen und Ziegen. Und ganz hinten seht ihr jetzt Nagenbauer. gleich noch diese Pferdekoppel. Und hier einen fast neuen Ofen. Schafe. 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 Ja, Schweinchen. Ey, da ist die ganze Kacke. Schweinchen. Oh, Ziege. Ja, hi. Kleines Schweinchen. Niedlich. Schweinchen. Meh. Manuel. Meh. 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 Nö, denkt sich jetzt auch. Ja, interessant. Ich geh jetzt wieder. Gibt nichts zu fressen. Meh. Da hinten gab es Pferde, das weiß ich noch. Ups, ups. Einer huschen.
Das ist die Kirche. Ja, und mit diesem Hinweis auf die Kirche von Bolho endet dieses Video auch, weil, obwohl wir gerade vorgestern das Haus besichtigt haben, habe ich heute Vormittag beim Schneiden des Videos gesehen, dass das Haus anscheinend schon verkauft ist. Also so schnell kann es gehen, gerade bei günstigen und preiswerten, also dem Preis entsprechenden Häusern, welche sofort beziehbar sind. Ja, und schwuppdiwupp ist das weg. Hey Freiheit, was hab ich dich vermisst? Da wo's gestern dunkel war, brennt heute wieder Licht. Hab fast vergessen, wie das mit dir so ist. Die Welt war trist und so farblos ohne dich.